Hallo und willkommen zu dieser Kurzdokumentation. Wir, die Klasse 10BG, haben uns im Matheunterricht mit dem sogenannten Gaultenbrett beschäftigt. Damit kann man irgendwie Wahrscheinlichkeiten darstellen und die anhand von Kugeln ablesen. Doch wie geht das, was bedeutet das und was ist überhaupt ein Gaultenbrett? Fangen wir also ganz von vorne an. Klären wir erstmal den Aufbau. Das Gaultenbrett besteht aus einer regelmäßigen Anordnung von Hindernissen in Pyramidenform, an denen eine von oben eingeworfene Kugel jeweils nach links oder rechts abprallen kann. Insgesamt gibt es 11 Reihen, bei denen sich die Kugel für eine Richtung entscheiden muss. Nach dem Passieren der Hindernisse werden ganz unten die Kugeln in Fächern aufgefangen, um dort gezählt zu werden. Aber wer kam auf die Idee, diese geniale Konstruktion, deren Zweck wir noch auf den Grund gehen müssen, zu entwickeln? Das war nämlich Francis Galton, daher auch der Name Galtonbrett. Dieser Naturwissenschaftler und Schriftsteller ist am 16.02.1822 in Birmingham in Großbritannien geboren. Kleiner Funfact am Rande, Francis Galton war tatsächlich der Cousin des großen Biologen Charles Darwin, der zum Beispiel die Evolutionstheorie unter die Leute gebracht hat. Ein ganz genaues Erfindungsdatum des Bretts gibt es jedoch nicht. Galton hat es wahrscheinlich im 19. Jahrhundert entwickelt. Aber jetzt wissen wir immer noch nicht, was man damit macht. Der Sinn dieses mathematischen Modells ist es, Wahrscheinlichkeiten einfach darzustellen. An jedem Hindernis hat die Kugel eine 50-50 Chance, entweder nach links oder nach rechts zu gehen. Das heißt, in 50%, also einer Hälfte der Fälle, geht die Kugel nach links und in den restlichen Fällen nach rechts. Am Ende, wenn die Kugel sich bei jedem Hindernis entschieden hat, landet sie also in einem Fach. Diese Fächer sind zur Vereinfachung mit L für links und R für rechts beschriftet. Dahinter steht dann immer auch noch eine Zahl, da es insgesamt 12 Fächer gibt. L6 wäre dann also beispielsweise ganz links außen. Jetzt haben wir total viele Trivialfakten, die man einfach so elegant in ein Gespräch einfließen lassen kann und wissen, wozu das Brett da ist. Aber was genau zeigt das jetzt eigentlich? Und sind am Ende nicht in allen Fächern gleich viele Kugeln, weil die Wahrscheinlichkeit immer 50% ist? Wie können wir das rausfinden? Ganz zufällig haben wir selbst so ein lustiges Wahrscheinlichkeitsbrett bekommen und durften damit ein paar Experimente durchführen. Fangen wir mal an und probieren es erstmal mit 10 Kugeln. Tja, das sieht schon ganz interessant aus, aber richtig aussagend ist das nicht. Kugeln sind in verschiedene Fächer gegangen, in manchen sind sogar mehrere. Testen wir mit mehr Kugeln. Testen wir mal mit 30 Kugeln. Langsam kann man ein Muster erkennen, seht ihr schon? Um noch genauere Messergebnisse zu kriegen, nehmen wir jetzt mal 60 Kugeln. Verschaffen wir uns einen Überblick über alle Ergebnisse. Es fällt auf, dass die meisten Kugeln in den mittleren Fächern landen und nach außen immer weniger werden. Aber wieso tun die Kugeln das? Steckt da eine höhere Macht hinter, die wir nicht verstehen? Lenkt jemand in Wahrheit diese Kugeln, ohne dass es jemand bemerkt hat? Um das zu verstehen, schauen wir uns den Weg der Kugeln ein wenig genauer an. Bei jedem Widerstand, auf den eine Kugel trifft, prallt sie entweder nach rechts oder nach links ab. Wenn wir zählen, wie oft eine Kugel nach links und wie oft sie nach rechts abprallt, wird verständlicher, warum mehr Kugeln in der Mitte landen. Sehr interessant, die Kugel ist insgesamt 5-mal nach links und 6-mal nach rechts gegangen. Wenn man das jetzt für jedes Fach durchgehen würde, bekommt man folgende Tabelle. Um ganz links, also in L6 zu landen, muss die Kugel bei allen 11 Hindernissen nach links abprallen.
damit sie nach L5 kommt, direkt neben L6, muss die Kugel insgesamt 10 Mal nach links und nur einmal nach rechts abprallen. Für L1, das Fach links in der Mitte, muss die Kugel 6 Mal nach links und 5 Mal nach rechts abprallen. Die Reihenfolge der Richtungsentscheidungen ist dabei egal. Das heißt, die Kugel kann links, 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 links und rechts, 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 rechts gehen, aber genauso gut auch links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Sie kommt immer beim selben Fach an. Man kann also aus der Tabelle ablesen, dass es deutlich mehr Entscheidungsfreiraum bei den Fächern, die näher an der Mitte liegen, gibt, also kann die Kugel mal rechts, mal links fallen und kommt dadurch in mittlere Fächer. Für die äußeren Fächer gibt es nur eine Möglichkeit und eine Richtung. Bei L6 darf die Kugel nur nach links fallen. Das haben wir durch diese Experimente jetzt bewiesen. Das Goldenbrett ist mathematisch sehr interessant. Analysieren wir es etwas genauer. Erst das Pascalsche Dreieck, dann die binomischen Formeln im Goldenbrett und zuletzt den Binomialkoeffizienten. Das klingt richtig kompliziert, oder? Eigentlich ist es das gar nicht. Los geht's mit dem Pascalschen Dreieck. Die Anzahl der Wege, die in eins der Fächer führen, also L6 bis R6, lässt sich mit dem sogenannten Pascalschen Dreieck berechnen. Das ist praktisch gesehen diese Pyramidenform der Hindernisse. Wenn wir das jetzt auf mathematischer Ebene angucken, dann stehen die Zahlen für die Hindernisse des Goldenbretts und geben jeweils die Anzahl der Wege an, die zu jedem Hindernis führen. Es gibt am Anfang zum Beispiel nur einen Weg, den alle Kugeln nehmen. Das ist der Weg, den sie fallen, sobald sie oben in das Goldenbrett geschüttet werden. Danach gibt es zwei Hindernisse, zu denen jeweils aber nur ein Weg führt, den die Kugel nehmen könnte. Weil nun von jedem der beiden Hindernisse jeweils ein Weg in die Mitte führt, in das Hindernis darunter, gibt es zwei unterschiedliche Wege zu diesem Hindernis. Die Anzahl der Wege, die zu den vorherigen Hindernissen führen, ergeben also addiert die Anzahl der Wege, die zum nächsten Hindernis führen. Rechnet man das Pascalsche Dreieck nun für alle 11 Hindernisreihen des Goldenbretts aus, erhält man am Ende diese Werte. Interessant ist für uns aber nur die unterste Reihe, denn diese zeigt, wie viele Wege zu den letzten Hindernissen, in diesem Fall den 12 Fächern, führen. Jetzt können wir erklären, warum die meisten Kugeln in den mittleren Behältern landen. Tatsächlich werden sie nicht von einer unsichtbaren Macht gelenkt, auch wenn das viel cooler gewesen wäre. Es gibt einfach viel mehr Wege, die zu den Mittelfächern hinführen. In die beiden mittleren Fächer führen jeweils zum Beispiel 462 Wege, während in die beiden äußeren Behälter jeweils nur ein Weg führt. Betrachten wir das Goldenbrett mal mit Hilfe der binomischen Formeln. Spezifisch mit der ersten binomischen Formel. Diese lautet in der Grundform eigentlich a plus b im Quadrat. Mit dieser binomischen Formel können wir das Pascalsche Dreieck herausfinden. Dazu müssen wir sie aber in die Normalform umwandeln. Diese lautet 1 mal a Quadrat plus 2 mal a mal b plus 1 mal b Quadrat. Die Faktoren in dieser Normalform lauten 1, 2 und 1. Rein zufällig können wir diese Anordnung auch im Pascalschen Dreieck finden, nämlich in der zweiten Reihe. Moment, in der zweiten Reihe? Gucken wir nochmal auf die Grundstellung. Dort sehen wir den Exponenten 2. Dieser sagt einem, auf welcher Ebene man ist. In diesem Beispiel war es die zweite. Diese geniale Rechnung kann man auch mit anderen Ebenen durchführen, zum Beispiel mit der fünften. Dazu muss man den Exponenten auf 5 ändern und stellt die Grund in die Normalform um. Die Grundform lautet a plus b zur Potenz 5. Das war ziemlich kurz, ganz im Gegensatz zur Normalform. Diese lautet nämlich 1 mal a hoch 5 plus 5 mal a hoch 4 mal b plus 10 mal a hoch 3 mal b hoch 2 plus 10 mal a hoch 2 mal b hoch 3 plus 5 mal a mal b hoch 4 plus 1 mal b hoch 5. Und ja, für diese Aufnahme habe ich eindeutig mehrere Male gebraucht. Nun sieht man noch etwas. Wenn man sich das Ergebnis der Beobachtung anguckt, wurde herausgefunden, dass eine Kugel x mal nach links und x mal nach rechts gehen muss, um in ein bestimmtes Fach zu gelangen. Das steht auch in dieser Formel. Das sind nämlich die a's und b's in der Normalform mit ihren Exponenten. Wenn wir uns vorstellen, dass a für nach links fallen und b für nach rechts fallen steht, dann sieht man an den Exponenten, wie oft eine Kugel nach links bzw. rechts gehen muss, damit sie in ein Fach bzw. zum nächsten Hindernis fällt.
Auf der letzten Ebene bzw. dann in den Fächern könnte man die Zahl der nötigen Richtungsentscheidungen an folgender Normalform ablesen. Nein, das werde ich jetzt nicht vorlesen. Pausiert das Video und lest sie euch in Ruhe durch. Bis hierhin hat alles ziemlich viel Sinn gemacht. Kommen wir also zum Binomialkoeffizienten. Der ist nämlich nicht gerade einfach zu verstehen. Für den Binomialkoeffizienten gibt es folgende Formel. N über K gleich N Fakultät geteilt durch K Fakultät mal Klammer auf N minus K Klammer zu Fakultät. So ergibt das noch nicht gerade viel Sinn. Wir brauchen mal ein Beispiel, um den Binomialkoeffizienten zu veranschaulichen. Wir haben einen Beutel mit 10 Kugeln drin. Diese Kugeln haben alle eine bestimmte Ziffer von 1 bis 10. Wir wollen wissen, wie viele Möglichkeiten es gibt, 3 bestimmte Kugeln zu ziehen. Das heißt, wenn wir eine Kugel nähen, haben wir 10 Möglichkeiten, welche Zahl das sein könnte. Das kann jede Zahl von 1 bis 10 sein. Ziehen wir eine weitere Kugel, sind es nur noch 9, da eine Zahl bzw. Kugel bereits fehlt. Und bei der nächsten Kugel sind es nur noch 8. Dies kann man auch in einer anderen Form darstellen, nämlich als 10 Fakultät durch 7 Fakultät. 10 Fakultät ist dabei nichts anderes als 10 mal 9 mal 8 mal 7 mal 6 mal 5 mal 4 mal 3 mal 2 mal 1. Damit wir diese unfassbar lange Multiplikation nicht aufschreiben müssen, schreiben wir ganz einfach ein Ausrufezeichen hinter die 10 und schon haben wir 10 Fakultät. Bei 7 Fakultät macht man das genauso, also 7 mal 6 mal 5 mal 4 mal 3 mal 2 mal 1. Wenn man 10 Fakultät durch 7 Fakultät im Bruch betrachtet, fällt schnell auf, dass voll viele Zahlen gleich sind. Die können wir einfach wegstreichen. Dann steht da nur noch 10 mal 9 mal 8. Diese Rechnung kann wieder mal anders aufgeschrieben werden. 7 Fakultät ist die Differenz aus 10 minus 3 Fakultät. Also ist der Bruch jetzt 10 Fakultät geteilt durch 10 minus 3 Fakultät. Das entspricht schon mal einem Teil der Formel vom Anfang, nämlich n Fakultät durch n minus k Fakultät. In unserem Beispiel ist n 10 und k 3. N ist 10, da dies in unserem Beispiel allen Kugeln entspricht. K ist die Anzahl der Kugeln, die wir in unserem Beispiel genommen haben. Dabei ist die Reihenfolge der Kugelziffern irrelevant. Man kann zum Beispiel 3, 2 und 1 ziehen, aber auch 2, 1 und 3. Die Rechnung verändert sich trotzdem nicht. 3 Fakultät entspricht 3 mal 2 mal 1. Also können wir in der Formel 3 Fakultät bei K Fakultät einsetzen, damit wir keine Zahlenfolgen doppelt haben. Um den Binomialkoeffizienten beim Goldenbrett herauszufinden, müssen wir die Variablen ändern. N steht dann für die Zwischenebene des Bretts und K für die Anzahl der Male, die die Kugel nach rechts gehen muss, um in dieses Fach zu gelangen. Rufen wir uns noch einmal die Tabelle von vorhin ins Gedächtnis. Wenn wir also den Binomialkoeffizienten für das Fach L4 herausfinden müssen, ist die Formel, und jetzt passt gut auf, 11 über 2 ist gleich 11 Fakultät geteilt durch 2 Fakultät mal Klammer auf 11 minus 2 Klammer zu Fakultät. Das Ergebnis aus dieser pompösen Rechnung ist 55. Moment mal, 55? Wer gut aufgepasst hat, hat diese Zahl schon oft im Video entdeckt. Zum Beispiel hier im Pascalschen Dreieck oder hier bei der super langen Normalform der 11. Ebene, die ich nicht vorgelesen habe. Dort können wir überall den Binomialkoeffizienten finden. Das war jetzt eine ganze Menge mathematische Erklärung, aber hoffentlich habt ihr den Sinn des Goldenbretts, seine Eigenschaften und die Gründe dahinter durchblickt. Falls nicht, ist das überhaupt kein Problem. Praktischerweise leben wir in einem total modernen Zeitalter und man kann sogar Videos zurückspulen, um sich die Erklärung nochmal anzuschauen. Falls ihr aber genug von meiner Stimme habt, gibt es noch ein paar Links in der Videobeschreibung, die zu näheren Erklärungen einzelner Komponenten führen. Wir freuen uns, dass du zugesehen hast und denk dran, für jede kugellenkende unsichtbare Macht gibt es eine äußerst simple mathematische Erklärung. Bis bald!